Porsche-Dominanz beim zweiten Saisonlauf der DTM in Oschersleben. Insgesamt 5 Porsche unter den ersten 7. Thomas Breining rechts im Grello auf der Pole mit der Startnummer 91. Rookie Tim Heinemann mit der 9 auf Platz 2, aber verliert eine Position gegen Clemens Schmid im krasser Lamborghini beim Start. Der Teamkollege von Breining im Greeno, vorne der Grello, auf 4 der Greeno, Dennis Olsen. Und dann gingen die Duelle los. Christian Engelhardt noch gut mit dabei und einige große Namen weit, weit hinten im Feld, wie zum Beispiel der zweifache DTM-Champion Marco Wittmann oder auch Sheldon van der Linde. Berührung zwischen René Rast und Maro Engel. Das war ordentlich. Platztausch, die Anordnung. Rast musste Maro Engel wieder vorbeifahren lassen und zwar hier. Maro Engel, die 48, René Rast, der dreifache Champion, die 33. Und hier der Blick nach hinten von Maro Engel. Lukas Auer dahinter, Sheldon van der Linde genauso, nicht in den Top 10. Oder das hier, Schrecksekunde, René Rast, Felgenbruch. Ein sehr, sehr seltener Defekt, das Aus für René Rast, ausgerechnet in der schnellen Triple-Linkskurve. Feierabend also für den dreifachen DTM-Champion. Schubert Motorsport hier in Oschersleben, beheimatet gestern mit Ausfall vom Titelverteidiger von Sheldon van der Linde, heute René Rast raus. Und dann immer wieder diese Aufnahmen von oben. Tim Heinemann gegen Clemens Schmid. Das Duell innen, Tim Heinemann. Ah, sehr gut, gefilmt von Thomas Breining. Und die Boxenstops. Pflicht-Boxenstopp-Fenster in dieser Saison ja zwischen der 20. und 40. Minute. Und vorne Tim Heinemann, der versuchte sich irgendwie vor Thomas Breining zu halten mit den gerade aufgezogenen, kalten Pirelli-Einheitsreifen. Thomas Breining, die Berührung, der im Mantai Porsche mit schon wärmeren Reifen natürlich schneller war. Heinemann versuchte alles. Vielleicht die entscheidende Phase in diesem Rennen. Sieht hier eigentlich ganz gut aus, aber dann kann er die Linie nicht halten, der 26-Jährige aus Essen. Und Breining geht vorbei. Olsen, der zweite Mantai Porsche, ebenfalls in guter Distanz. Also der Funk an Christian Engelhardt. Die beiden Talksport-Fahrzeuge unterschiedlich lackiert. Weiß die 99, das ist Christian Engelhardt. Im ADAC GT Masters schon erfolgreich, 36 Jahre. In Ingolstadt geboren, am Starnberger See zu Hause. Und aus für Kelvin van der Linde. Antriebswelle defekt. Feierabend für den Südafrikaner. Enttäuscht sucht er die Abbox auf. Hinten kommt sein Auto. Kein guter Sonntag. Und dann diese Strafe. Es hatte nicht nur bei Thomas Breining, aber vor allen Dingen bei Thomas Breining einen Fehler beim Boxenstopp gegeben. Das Rad nicht richtig gehalten, es darf nicht aufgesetzt werden, muss in der Luft sein. Dadurch zum allerersten Mal im Einsatz die neue Penalty Zone, bei der man ungefähr 5 Sekunden verliert. Christian Engelhardt dadurch nach einem perfekten Boxenstopp in Führung. Vor Tim Heinemann, dem Teamkollegen, und dahinter Thomas Breining, der lange Führende, der Polesetter. Und dann war es soweit, erster DTM-Sieg für Christian Engelhardt und das auch noch vor dem Teamkollegen, vor Tim Heinemann. Neuer Meisterschaftsführender nach dem zweiten Platz gestern, nach dem zweiten Platz heute, Tim Heinemann. Aber der Mann des Tages am Sonntag in Oschersleben. 25 Punkte für seinen allerersten DTM-Sieg, Christian Engelhardt. Und der Jubel bei Talksport natürlich groß. Ein tolles Wochenende, der Saisonauftakt der DTM. Mit einem ebenso überraschenden Sieger wie am Samstag, auch am Sonntag. Christian Engelhardt, Mann des Tages.